Hallo zusammen. Gestern hatten wir unsere letzte Verbandsgemeinderatssitzung für dieses Jahr. Traditionell die Haushaltssitzung vor Weihnachten mit weitreichenden Beschlüssen für das kommende Jahr. Ich will diese ganz kurz mal hier zusammenfassen. Wir haben trotz Corona einen ausgeglichenen Haushalt beschließen können. Wir senken sogar die Verbandsgemeindeumlage, also das, was die Ortsgemeinden an uns weitergeben, um 1% von 28 auf 27% und geben damit auch den Ortsgemeinden etwas mehr finanzielle Spielräume. Wir investieren darüber hinaus 1,5 Millionen in unsere Feuerwehren, beispielsweise in den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Großlitschen, in neue Fahrzeuge, die wir für verschiedene Standorte anschaffen wollen und vieles mehr. Wir legen auch wieder einen Schwerpunkt im Bereich Bildung, das heißt, wir investieren auch hier 1,1 Millionen in unsere Schulen, einmal in Erweiterungsbau der Grundschule Osan Monzel, in die Digitalisierung und wir haben auch gestern dann beschlossen, für die kommenden 3 Jahre ein Investitionsprogramm aufzuerlegen, wo wir alle Schulgebäude und Turnhallen der Verbandsgemeinde, was die Heizungsanlagen angeht, auf erneuerbare Energien umstellen wollen. Das zeigt, dass wir hier auch über alle Fraktionen nicht immer nur von den Dingen reden, sondern wir wollen gemeinsam die Dinge umsetzen. Und ich glaube, das ist ein gutes Signal, auch gerade in der heutigen Zeit. Es gibt natürlich viele weitere Punkte, die im Haushalt drinstehen. Ich werde jetzt nicht alle Punkte hier auflisten können, will noch 2, 3 wesentliche Punkte aber hervorheben. Beispielsweise die Gastronomie und Hotellerie ist dieses Jahr sehr stark gebeutelt gewesen. Wir wollen einen Klettersteig in Manderscheid umsetzen, der natürlich aber auch für die Einheimischen eine große Steigerung darstellen wird, die Attraktivität unserer gesamten Region steigern wird. Wir wollen im Sandtalstadion die Breitensportanlagen zugänglich machen, also erneuern, dass nicht immer nur der Fußball im Fokus steht, sondern eben auch alle anderen Sportarten, die man dann auch im Breitensportbereich machen kann. Und auch die Renaturierung von Bachläufen ist uns immer wieder ein wichtiges Anliegen. Da stehen auch mehr als 2 Millionen im Haushalt, die wir gemeinsam mit den Ortsgemeinden umsetzen wollen. Zu guter Letzt ist natürlich auch der Bereich der Werke immer sehr wichtig, auch für Sie natürlich und euch als Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr nicht die Gebühren anpassen. Wir werden hier zwar Verluste haben, aber wir wollen auch da der Gesamtsituation Rechnung tragen und wie gesagt die Gebühren nicht anheben. Auch das, denke ich, ist ein gutes Zeichen dann für Sie und alle Beteiligten. Und ja, in diesem Sinne muss ich sagen, nochmal auch von Herzen allen Fraktionen herzlichen Dank. Es sind einstimmige Beschlüsse gewesen, die wir gefasst haben. Und das ist auch nicht immer selbstverständlich in der Politik. Insofern ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und ich hoffe sehr, dass wir all diese Maßnahmen im kommenden Jahr umsetzen, im Sinne der Zukunft von Ihnen, uns allen hier in Wittichland. Herzlichen Dank.